Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Talk, Fragen, Interviews, mal wieder ein paar Infos, vor allen Dingen um Mario Kart Wii herum. Erstmal unser heutiger Fahrer, das ist Luigi mit der Renngurke, den Goldrädern und dem Blumengleiter. So, aber was denn nun der nächste Fahrerwunsch wäre, also wer der nächste Fahrer ist, das würde jetzt unten rechts als Anmerkung stehen, aber ich bin nicht sicher, ob da wirklich einer stehen wird, denn damit kann ich auch gleich zur nächsten Info kommen. Mir sind die Fahrerwünsche ausgegangen. Ja, das heißt, die Fahrerwünsche sind ausgegangen und ich bräuchte entweder neue oder wir regeln das anders. Das möchte ich gerne mit euch abklären. Aua. Nämlich, wenn wirklich mal die Fahrerwünsche ausgehen, wie ich das dann regeln soll, soll ich dann ganz normal meinen Koopa nehmen mit den üblichen oder vielleicht auch mal nie oder soll ich den zuletzt gewählten Fahrerwunsch nochmal nehmen? Das käme auf euch an, wie ich das in Zukunft regeln soll. Oder ihr schreibt mir erstmal ein paar weitere Kommentare dazu. Zu den Fahrerwünschen meine ich jetzt, ne? Ja, das zu dem. Dann zum nächsten Thema, nämlich Pokémon Pearl und dem Driftbahn. Das hatten wir letztens mal schon angesprochen. Das habe ich jetzt nur ganz anders gemacht. Nicht aus Pokémon Platin gefangen, sondern aus Pokémon Diamant gezüchtet. Weil es in Pokémon Platin auch nicht funktioniert hat. Aus dem Grund, da erst noch ein ganz bestimmtes Update nicht gemacht wurde, was die Zeitumstellung betrifft. Okay, verdammt. Der hat mich jetzt gesehen, ja. Weiteres erkläre ich dann in den Pokémon Pearl Part, der dann heute auch erschienen ist, was das betrifft. Okay. Gut, weiterhin. Wir werden noch ein weiteres Bananen ranhängen, keine Sorge. Die nächsten Themen zu Mario Kart Wii. Ich hätte ja eigentlich vor, sowohl ein Mario Kart Wii Let's Play zu machen, als auch ein sogenanntes Let's Battle Play. Das normale Let's Play wäre global, das Battle Play wäre mit euch zusammen, damit wir das schön unterteilt haben müssen. Ich hätte es eigentlich vorher so geplant, dass ich zuerst eine gewisse Anzahl an Parts mache mit Mario Kart Wii global. Alter, hier ist auch mal zu verbrennen, Alter! Was soll denn das? Jetzt bin ich Fünfter. Verdammt, ey, was soll denn das? Toll. Gott, hier ist aber bunt gemischt heute, ne? Ja, bis zum nächsten Rein. Um das eben genannte Thema wieder aufzugreifen. Also, ich hatte also vor, Mario Kart Wii zuerst das normale Let's Play laufen zu lassen und dann erst mit euch zu fahren, um nämlich mit dem normalen Let's Play Codes zu sammeln, Freundescodes, damit ich überhaupt irgendwie eine gute Anzahl kriege, mit euch zu fahren. Aber was ich nicht gedacht hätte, dass sich die Liste so schnell füllen würde. Ich hätte jetzt schon 10 Freundescodes, beziehungsweise 10 die Leute, die mitfahren wollen, und somit wären wir insgesamt zu 11. Das schon echt geile Anzahl ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell diese Liste vollfüllen kann. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich werde wahrscheinlich das Let's Battle Play vor dem normalen Let's Play vorziehen und mit euch erst eine Runde fahren. Oder mehrere Runden. Das wird erstmal eine ganze Weile rumgehen und irgendwann werde ich wahrscheinlich dann das normale Let's Play starten. Irgendwann mal. Das werde ich mir noch für irgendeinen besonderen Grund freilassen und dann starten. Okay, ja, das heißt, Mario Kart Wii wären wir jetzt schon zu 11 und Mario Kart 7 wären wir tatsächlich schon zu 7. Das heißt, wir würden auch noch einen empfehlen, bis wir die Liste voll hätten. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt, das Let's Battle Play würde dann auch irgendwann starten. Und ich möchte das in Zukunft folgendermaßen planen, dass wir diese beiden Let's Battle Plays immer abwechseln lassen. Das heißt, mal eine Runde Mario Kart 7, dann Mario Kart Wii. So dachte ich mir das. Ich habe heute so ein verdammtes Pech, kann das sein? Aber egal. So dachte ich mir das. Und das wäre eigentlich schon zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe. Eine Sache noch zur nächsten Info. Es geht nämlich um Wii Sports. Ich habe mal angekündigt, dieses Let's Play starten zu lassen. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie wollen wir das denn eigentlich spielen? Mann, nervt mich nicht. Weil man hat nur ganz bestimmte Sachen frei und man kann nicht so viele Sachen machen. Deswegen dachte ich mir, es gibt 5 Kategorien. Die werden wir alle dreimal ausprobieren, das heißt 15 Parts werden wir daraus machen. Das dachte ich mir jetzt. Und wie stellt ihr euch das vor? Denn das Let's Play wollte ich auch noch irgendwie machen. So als kleines Nebenprojekt, dachte ich mir. Wäre eigentlich ganz nett gewesen. Und ich kann hier nicht gut steuern, glaube ich. Ist schwer zu steuern hier. Ja, und das Ganze gilt natürlich auch für Wii Sports Resort. Ne? Also ist die Frage, wie ich das dann organisieren soll, wie ich das Ganze starten soll. Wie soll ich das machen? Schreibt es mir in die Kommentare. Insgesamt alle bitte. Wie viele haben heute diese verdammte Feuerblume? Mann! Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Nur hoffe ich, dass euch bis jetzt alles so gefällt, wie ich das so geplant habe. Wünsche, Ideen, Fragen, wieder einmal in die Kommentare. Wir sind Erster. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, denn wir haben so viel Pech heute. Aber es soll mir egal sein. Wir werden das hier zu Ende bringen. Los geht's. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf dieses Rennen hier. Selbst ein grüner Panzer kann mir nichts mehr anhaben.
Und wir werden sicherlich Erster. Da bin ich überzeugt. Ja, wunderbar. Gut, das war's mit diesem Infopart. Ich hoffe, es hat gefallen. Und mal sehen, wie es mit den Fahrerwünschen so laufen wird. Und auch mit Mario Kart Wii und 7. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Projekt. Bis dann und auf Wiedersehen.